Im heutigen Video sprechen wir über den Independence Day, der ist morgen, und außerdem über das Thema Risiko. Ne? Was hat das Risiko mit dem Independence Day zu tun? Eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann spielt auch Warren Buffett noch ein bisschen eine Rolle. Also das Beste ist, ihr bleibt einfach dran, denn jetzt geht's los. Fangen wir mal an mit Warren Buffett. Von Warren Buffett stammt ein Ausspruch, der sinngemäß so lautet, ihm wäre es auch egal, wenn die Börse morgen für 5 Jahre ihre Tore schließen würde. Und das meint er natürlich dahingehend, dass er sagt, okay, er kauft ja quasi Anteile an Unternehmen und jetzt nicht Aktien, die sich hin und her bewegen. Das sind zwar dann letztendlich Aktien, aber ihm ist es im Grunde wichtiger, am Unternehmen beteiligt zu sein, als wie der Kurs morgen ist. So, das war jetzt kurz die Warren Buffett-Ecke, weil morgen ist ja in den USA der Independence Day und an diesem Tag ist die Börse in den USA geschlossen. Jetzt machen wir mal ganz kurz mal ein bisschen Geschichte der USA. Es ist ja hier Bildungsfernsehen auch. Und also 4. Juli 1776, da wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Und da wurde zum allerersten Mal in dieser Unabhängigkeitserklärung der Begriff die Vereinigten Staaten von Amerika genutzt. Und deswegen ist das einer der höchsten Feiertage in den USA. Und deswegen wird alles, was an diesem 4. Juli passiert, deswegen hat das auch so eine große Bedeutung. Ne? Also ihr kennt Filme wie Independence Day, ne, wo dann die Aliens quasi am 4. Juli davon gejagt werden. Es gibt einen Film über den Vietnamkrieg mit Tom Cruise, der heißt Geboren am 4. Juli. Und jetzt mal noch eine spannende Sache, ne, die ihr bestimmt noch nicht wusstet. Und zwar der zweite und der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Ne? Wer war das? John Adams und Thomas Jefferson, die sind beide am selben Tag gestorben. Und das war auch noch ein 4. Juli, ne? 4. Juli 1826. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, boah, der Jens hat ein Wissen, ne? Woher weiß er das? Das liegt daran, der Johnny, der hinter der Kamera steht, der steht so da und hält mir hier ein großes Schild hoch. Hier, da habt ihr es gesehen. Da steht das alles drauf, ne? So, und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Und zwar, morgen ist die Börse geschlossen. Also morgen ist die Börse geschlossen und das hat mich heute zu Folgendem gebracht. Ich habe heute eine Kolumne geschrieben für unseren Börsendienst, der immer Mittwoch erscheint. Und der hatte auch die Überschrift, was ist eigentlich, wenn die Börsen geschlossen sind? Als Optionsverkäufer ist es ja für uns völlig problemlos, wenn die Börse mal zu hat. Warum? Auch an solchen Tagen funktioniert ja der Zeitwertverlust. Ne? Das heißt also, wenn du eine Option verkauft hast, dann wirkt auch an dem Tag der Zeitverlust. Zeitwertverlust, der arbeitet für dich. Für dich ist das also gut. So, jetzt gibt es auch immer mal wieder Situationen im Leben eines Händlers und auch ich hatte diese Zeiten schon. Das ist allerdings ein paar Jahre her, wo man manchmal extrem froh war, dass solche Tage waren. Warum? Weil man gesagt hat, Gott sei Dank, dann kann an dem Tag nichts passieren. Ne? Und das ist jetzt der Punkt mit dem Risiko, worüber ich mit euch sprechen will. Stellt euch mal vor, oder vielleicht geht es dir ja jetzt gerade auch so, dass du sagst, ach Gott sei Dank wurden die amerikanischen Börsen geschlossen und da kann mal nichts passieren, alles ist gut. Und wenn du das bei dir feststellst, na, und da ist es völlig unabhängig, ob du Optionen handelst oder ob du jetzt Aktien handelst oder Futures oder CFDs oder irgendetwas, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn du so Tage hast, wo du froh bist, dass die Börse zu ist, dann hat das meistens einen Grund. Und zwar, du hast zu viel Risiko in deinem Depot. Und Risiko ist nun mal gerade auch beim Verkauf von Optionen, aber auch bei allen anderen Börsenstrategien, das prinzipiell mit am entscheidendsten, prinzipiell mit am entscheidendsten, das klingt jetzt blöd, aber also das ist eine der wichtigsten Dinge, die darüber entscheiden, ob du langfristig erfolgreich bist oder nicht. Und ich will euch das an einem kleinen Zahlenbeispiel geben, weil viele sagen, ja, was ist denn das richtige Risiko? Ne? Und das richtige Risiko kann man überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht in Zahlen benennen. Ich nehm jetzt mal eine ganz einfache Zahl, okay? Ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt einen Trade gemacht und wenn der schief geht, verliere ich $5.000. Und jetzt kannst du schon mal anhand deiner persönlichen Situation sagen, ist es jetzt ein Risiko oder ist das kein Risiko? So, derjenige unter euch, der jetzt sagt, ich habe ein 10.000-Euro-Konto, der sagt, boah, das wäre aber ein absolutes Risiko. Derjenige, der sagt, ich habe ein Konto mit 1 Million, der sagt, pff, ist ja überhaupt nichts. Na? So, also das heißt,
Risiko kann man nicht in Zahlen machen und man kann es noch nicht mal in Prozenten machen. Ja, warum kann man es nicht mal in Prozent machen? Ihr wisst, gerade beim Verkauf von Optionen ist es ja so, dass wir sagen, okay, von der die eingenommene Prämie sollte nicht mehr als 2% vom Konto sein. Ja, also du hast wieder ein einfaches Rechenbeispiel, Konto $20.000 von mir aus, dann solltest du für nicht mehr als $400 Optionen verkaufen. Warum? Eine Option kann sich immer mal verfünffachen, verzehnfachen. Da kannst du trotz aller Voraussage und aller Vorsicht nichts dagegen tun. Das wird irgendwann mal passieren. Und wenn du eben dann sagst, okay, ich habe jetzt hier von mir aus für 2% verkauft, Option verzehnfacht sich, hast du 20% Drawdown an einem Tag. Das ist sehr, sehr schlimm, aber du überlebst das Ganze. Hast du 10% in eine einzige Position gesteckt und das passiert, dann ist dein Konto weg. So, also deswegen maximal 2%, wobei das eben schon extrem risikoreich ist. Aber jetzt gibt es Leute, und ich kenne auch solche Leute, die fahren ihre Optionskonten auch mit 5 oder 6% Risiko pro Trade. Und da würde man pauschal sagen, das ist doch viel zu großes Risiko. Du rennst ja quasi, irgendwann wird es dir dieses Konto mal weghauen. Aber wenn du dann mit diesen Menschen sprichst, entweder sie sind wirklich absolute Kamikaze-Fahrer, aber ich kenne zum Beispiel jemanden, der das so macht, und das ist alles andere als ein Kamikaze-Fahrer, weil der sagt, hey, mein Optionskonto entspricht nur etwa 5% meines sonstigen an der Börse investierten Vermögens. Ja, das ist also jemand mit viel Geld und der sagt halt, was weiß ich, wenn ich hier ein Konto habe und das ist irgendwie $50.000 groß, wenn es mir das aus den Rennen nimmt, dann ist das 5% auf mein Gesamtdepot. Das heißt, wenn der eine Position macht, der macht auch nur ganz ausgewählte Trades, ne, wo er sagt, okay, habe ich eine riesengroße Chance und dann haut der auch mal 5, 6, 7, 10% in einen einzelnen Trade rein. Für jemand, der ausschließlich Optionshandel macht, für den wäre das absolut tödlich. Für jemand, der sagt, hey, ich habe ja noch andere Anlagen, wo ich investiert bin und der das dann auch entsprechend zu würdigen weiß, für den ist das überhaupt nicht schlimm. So, jetzt aber nochmal, machen wir nochmal den Schulterschluss zum Independence Day, zu dem Börsenfeiertag. Was ist das richtige Risiko für dich? Und das richtige Risiko für dich ist immer genau das, was dich ruhig schlafen lässt. Ne? Also das heißt, wenn du einen Trade aufmachst und hast ihn durchdacht und du hast dir das Worst-Case-Szenario auch mal ausgedacht, das ist übrigens auch eine sehr gute Übung, dass du sagst, okay, was würde denn passieren, wenn sich meine Position jetzt beispielsweise verfünffachen würden, verzehnfachen würden? Wie viel Risiko hätte ich denn dann? Wie viel Drawdown hätte ich dann? Und wenn du das, was du dann ausrechnest, wenn dich das weiterhin gut schlafen lässt, dann ist deine Positionsgröße richtig. Wenn du sagst, oh, das darf aber auf gar keinen Fall passieren, weil dann, hey, dann ist es ganz, ganz schlimm, ne? Dann ist deine Position zu groß. Also das heißt, ihr müsst auch beim, es gibt ganz viele Regeln, die man im Optionshandel einhalten muss, die mathematisch bedingt sind, ne? Ab wann musst du schließen und so weiter und so fort. Es gibt aber einfach Dinge, wo ich sage, okay, da musst du auch einfach mal so ein bisschen auf deinen Bauch hören, auf dein Gefühl. Und wenn du eben sagst, ah, Gott sei Dank, morgen endlich zu, ne? Da kann ich mich mal so mental wieder ein bisschen abkühlen, dann sind wahrscheinlich deine Positionen zu groß und dann musst du sie auch wahrscheinlich schließen. Ne? So, dann denkt also bitte an euer Risiko, okay? Denkt bitte an euer Risiko, beachtet das. Und überprüft jetzt, wenn morgen so ein Tag zu ist, überprüft auch mal selbst, okay, wie fühlt ihr euch dabei? Ne? Seid ihr da froh, seid ihr nicht so froh? Habt ihr da Bedenken, oh, was passiert mit der Position, wenn es am Freitag wieder losgeht und so weiter? Also achtet da mal drauf. So, zu guter Letzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar, ihr alle kennt diesen Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten. Und diesen Lehrgang stellen wir ein. Das heißt, bis zum 31. Juli, also jetzt noch knapp einen Monat, gibt es diesen Lehrgang noch zu kaufen. Und danach nehmen wir ihn aus dem Handel. Also den gibt es dann auch nicht mehr und das ist auch kein Marketing-Gag. Den gibt es dann auch nicht nur Neuauflage. Wir nehmen den, das hat interne Gründe bei uns, auch so ein bisschen mit unserer Ausrichtung der Akademie und so weiter. Wir nehmen diesen Kurs aus dem Rennen. Das heißt, wenn du dir immer schon mal überlegt hast, dass du den dir kaufen wolltest, sagst, ah, ich wollte den vielleicht in einem halben Jahr kaufen oder so. Du hast jetzt noch genau bis zum 31. Juli Zeit und dann gibt es den nicht mehr. Und wie gesagt, das ist kein Werbegag. Wir machen nicht wie Howard Carbondale die 20. Comeback-Tour, ne? Jetzt doch wieder aufgelegt. Nein,
31. Juli, kleine Konten, das wird es nie, nie wieder geben. Danach ist Schluss. Also wenn du dir den sichern willst, dann hier unten ist ein Link unter dem Video, dann geh da hin und buche dir noch diese Online-Ausbildung. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Morgen einen schönen Feiertag. Wir in Deutschland haben ja keinen. Das heißt, wir dürfen weiterhin arbeiten. Aber Gruß an alle unsere amerikanischen Freunde. Ne? Happy Independence Day. Und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.